Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Stromkosten sparen mit einem Balkonkraftwerk oder einer großen Photovoltaikanlage ist super attraktiv und funktioniert wunderbar. Wir zeigen euch jetzt hier, wie wir 4 Module an einen Speicher anschließen und bauen das Ganze aber im Garten bei meinem Kumpel Pascal auf. Wir möchten euch da den Aufbau zeigen und mit dem Solarpaket 1 können wir also 2000 Watt anschließen. Das wird jetzt super spannend. Wenn euch das interessiert, bleibt jetzt dran. Viel Spaß und los geht's. Ja, ich habe euch gerade schon gesagt, dass ich bei meinem Kumpel Pascal bin und hier wollen wir auch das Balkonkraftwerk dann im Garten gleich aufbauen, in Betrieb nehmen und wir wollen einmal kurz ein bisschen erzählen, warum Pascal sich überhaupt für so ein System interessiert hat und sonst sind Photovoltaikanlagen auf Dach, Photovoltaikanlagen ja mein Expertengebiet und da könnt ihr gerne hier unter dem Video auch mal hilfreiche Links checken und auch seriöse Angebote einholen über mein Netzwerk. Aber Pascal, warum Balkonkraftwerk, warum war das für dich interessant? Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, Solar hatte ich bisher gar nichts mit am Hut, weil ich bin eigentlich hier noch mitten in der Baustelle. Ja. Und das Dach ist alt, muss irgendwann gemacht werden. Und ich habe irgendwie nie die richtige Stelle gehabt, wo ich ein Solarkraftwerk anbringen könnte. Deswegen hatte ich da nie drüber Gedanken verschwendet. Und ja, du hast mir jetzt den Hinweis gegeben, man könnte ja ein Balkonkraftwerk irgendwo installieren. Ja. Und das ist jetzt vielleicht die Alternative oder die Idee. Und ja, dementsprechend geht es jetzt los. Ja, finde ich klasse, weil das Tolle ist, das muss man dazu sagen, wir waren im Gespräch. Und in dem Moment hatte ich eine Anfrage bekommen von Anker Solix, das möchte ich auch ganz klar sagen, deswegen blende ich hier auch oben ein, es ist eine bezahlte Werbepartnerschaft, ist, weil wir das ganze Paket hier bereitgestellt bekommen haben und ich nutze das jetzt quasi, um mit Pascal hier zu zeigen, wie wir das aufbauen und du hast was Schönes davon, nämlich Strom und da wollen wir natürlich zeigen, wie das Ganze dann auch funktioniert und performt, zeigen wir euch nachher auch nochmal dann, wie der Strom fließt. Und du selbst hast dich schon ein bisschen damit schlau gemacht mit Balkonkraftwerken, oder? Tatsächlich bin ich überhaupt nicht informiert. Okay. Es ist einfach nur total interessant, generell diesen Strom so zu beziehen und die Stromkästen ein bisschen zu drücken. Ja. Aber richtig informiert war ich darüber nicht. Und ja, deswegen bin ich froh, dass du mich hier ein bisschen unterstützt, weil der Markt ist riesig. Und diese Zeit hatte ich bisher nicht, mich damit großartig auseinanderzusetzen. Ja, das ist doch klasse, denn dann können wir jetzt ja Schritt für Schritt einmal euch auch und ich dir zeigen, was ist das hier eigentlich, wo sind die Anschlüsse, worauf müsst ihr achten beim Anschließen, denn es ist ein bisschen anders als bei bisherigen Systemen und lass uns da noch mal Schritt für Schritt durchgehen und dann diese 2000 Watt, knapp 2000 Watt, 1970 Watt sind es hier in dem Fall, zum Laufen bringen. Jawohl. So, hier seht ihr jetzt die 4 Module, die mitgeliefert wurden. Wir haben hier 540 Watt, hier vorne auch nochmal ein 540 Watt Modul und dann dort außen 2 Module mit 445 Watt. So kommen wir insgesamt auf 1970 Watt, sind knapp unter der im Solarpaket 1 beschlossenen Grenze von 2000 Watt. Wenn ihr bei Anker das System bestellt, bekommt ihr 4 Module mit 500 Watt, seid also genau bei der 2000 Watt Grenze, genauso wie wir jetzt auch ganz knapp drunter. Damit werden wir das ganze System jetzt hier in Betrieb nehmen, das Ganze anschließen. Ich zeige euch jetzt hier einmal die einzelnen Komponenten. Wir haben hier den Speicher, also das ist der Anker Solix Solarbank 2 Pro und das stelle ich euch gleich nochmal ausführlich vor. Dann haben wir hier die Erweiterung auch nochmal mit 1,6 Kilowattstunden, also 1600 Wattstunden. Zubehör, also Extension Cable, Anschlusskabel für das Hausnetz, Werkzeugkomponenten. Hier drüben natürlich ganz wichtig, um die Solarmodule aufzubauen, das Material zum Befestigen. Und hier, das ist das erste Mal jetzt dabei, das Smart Meter. Das ist auch total interessant, weil damit das erste Mal möglich ist, Live-Daten aus dem Hausverbrauch zu dem Speicher zu senden und der kann damit seine Einspeiseleistung an den Verbrauch anpassen. Dadurch habt ihr noch mehr aus dem eigenen Strom genutzt und speist weniger ein, einfach so ohne Vergütung und verliert dadurch weniger Strom ins öffentliche Netz, wenn es gar nicht nötig ist. Aber dazu später dann noch mal ein bisschen mehr. Jetzt noch mal hier zum Speicher. Das ist ganz interessant. Einfach hier anmachen. Das zeigen wir euch gleich auch alles noch mal. Hier rechts, um dann die Internetverbindung herzustellen. Hier im Display wird dann dargestellt, wie der aktuelle Stand ist, ob das Gerät beladen wird. Wir haben jetzt hier etwas, was ganz interessant ist. Das ist das erste Mal jetzt und auch bisher einmalig am Markt. Nämlich 4 Anschlüsse, 4 MPP-Tracker für jeweils ein Modul. Achtung, es ist super wichtig, ihr dürft hier keine Module in Reihe anschalten, da die Spannung dann überschritten wird. Also jedes einzelne Modul muss separat angeschlossen werden. Maximaler Input 2400 Watt. Und wir können jetzt hier aufgrund des Solarpaket 1 maximal 2000 Watt anschließen. Ich habe es gerade schon gesagt, hier mit den Modulen, die wir mitgeliefert wurden, sind wir bei 1970 Watt. Das heißt also, da ist die Grenze jetzt hier in diesem Fall
Und wir haben eine Ausgabeleistung von 800 Watt in das öffentliche Netz. Auch mit dem Solarpaket 1 ist das ja beschlossen worden. Das sind übrigens Lithium-Eisenphosphat-Speicher. Der hat jetzt 1,6 Kilowattstunden Kapazität. Der hat 6000 Zyklen Garantie und 10 Jahre und ist aber gebaut für 15 Jahre. Also damit seid ihr auf einer sicheren Seite, was die Zelltechnologie angeht. Und da ist auch eine Heizfolie drin. Das heißt, wenn wir das hier jetzt gleich auch draußen installieren, das ist Pascal auch ganz wichtig gewesen, dass es dann auch wetterfest ist. Also es ist IP65, es kann draußen stehen. Mit der Heizfolie ist es auch im Winter kein Problem, das Ganze zu betreiben. Ich würde aber trotzdem empfehlen, da ein kleines Überdach drüber zu machen. Was auch ganz neu bei dem Gerät ist, ist, dass ihr eine Notstromsteckdose habt mit maximal 1000 Watt Ausgangsleistung. Und es ist also ganz praktisch bei einem Stromausfall, kann der Speicher hier noch genutzt werden, um wichtige Geräte wie ein Laptop oder ein Handy weiterhin zu betreiben. Und wir haben insgesamt mit diesen zwei Speichern, wie sie hier jetzt hier zu sehen sind, eine Beladeleistung von 2000 Watt. Wie man das Ganze miteinander verbindet, das zeigen wir euch jetzt gleich. Hier sind so Kappen drauf, ganz einfach gemacht. Anschlussmöglichkeit, um dann da den anderen Speicher oben drauf zu stellen. Damit sind die verbunden und dann zeigen wir euch jetzt gleich, wie die Solarmodule angeschlossen werden. Ja, wir haben jetzt hier ein Modul schon aufgebaut auf die mitgelieferten Befestigungssysteme und das steht auch sehr sicher hier jetzt drauf. Und natürlich müsst ihr das je nach Situation, wo ihr das aufbaut, auch noch beschweren. Das machen wir hier natürlich auch noch alles sicher. Und ganz einfach werden diese Kabel dann vom Modul, das ist ein MC4-Stecker, Standardstecker, an den Mikrowechselrichter angeschlossen, der sich hier in dem Gerät drin befindet. Also wir haben keinen separaten Mikrowechselrichter, sondern im Speicher einen Mikrowechselrichter verbaut. Und um das Ganze dann in Betrieb zu nehmen, wird das AC-seitig angeschlossen mit dem Schuko-Stecker. Das haben wir jetzt hier schon hingelegt, machen wir gleich, zeigen wir das, wenn alles angeschlossen ist. Grundsätzlich hast du jetzt hier zwei Speichersysteme, je mit 1,6 Kilowattstunden. Die können wir gleich aufeinander stellen. Die Anschlüsse haben wir schon gezeigt. Mhm. Hier unten drunter machen wir gleich, ich gebe es einmal hoch, diese Kappe ab. Ja, genau. Genau, da sind die Anschlüsse, das wird aufeinander gestellt und dann ist das quasi auch schon einsatzbereit. Okay, und ja. Wie ist das Balkonkraftwerk? Habe ich jetzt nicht mit dem Speicher in Verbindung gebracht. Ist das grundsätzlich nicht ein bisschen überdimensioniert oder was kann ich mir darunter vorstellen? Weil ich hatte nur eine Speicherbatterie mit großen Kraftwerken in Erinnerung. Aber genau, grundsätzlich war das auch ganz lange so, dass man bei einer großen Photovoltaikanlage mit Heimspeichern gearbeitet hat. Das ist jetzt immer mehr geworden, weil die Leute ihren selbst erzeugten Strom auch nachts benutzen wollen. Sonst erzeugst du ja tagsüber ganz viel Strom, jetzt hier in diesem Fall 2000 Watt Leistung, den du dann aber mit maximal 800 Watt dann ja einspeist. Mhm. Das ist die Einspeisebegrenzung 800 Watt. Und wenn du tagsüber nicht zu Hause bist und unter Umständen gar keine Verbraucher anhast, dann speist du den Strom also ins Netz ein und kannst ihn nicht nutzen. Mit dem Speicher hast du ihn dann halt für später noch. Und ich habe ja vorhin einmal ganz kurz über Smart Meter gesprochen. Mhm. Das misst am Haus Eingangspunkt den Strombezug aus dem Netz. Und wenn es misst, du hast Strombezug, dann steuert es deinen Speicher an und hier wird also dann je nach Bedarf eingespeist, sodass du bestmöglich deinen Strom nutzen kannst. Und man muss aber sagen, je nachdem, was für ein System man hat, hier jetzt insgesamt dann also 3,2 Kilowattstunden, erweiterbar auf bis zu 9,6 Kilowattstunden, das ist also schon eine ganze Menge, die man da machen kann. Aber je nachdem, was man da nutzen möchte. Und was die Amortisationszeit angeht, ist das natürlich auch eine Frage, weil es natürlich auch ein Investment erstmal ist. Anker gibt an, dass du mit diesem System, wenn man 2400 Watt, die kann man hier anschließen würde, dann hätte man eine Erzeugung von maximal 2334 Kilowattstunden im Jahr. Das ist eine ganze Menge. Aber Achtung, wir dürfen ja mit dem Solarpaket 1 nur 2000 Watt anschließen. Da sind wir also schon mal ein bisschen drunter. Und dann, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, geht es natürlich um die Ausrichtung der Module, den Winkel, den Ort, wo wir leben. Hier in Lemgo ganz anders als im Süden von Deutschland zum Beispiel. Also unter optimalen Bedingungen, sagt Anker, rechnet sich das System nach 5 Jahren. Und die muss man aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, erstmal haben, diese optimalen Bedingungen. Und dabei geht es auch um die optimalen Bedingungen des Verbrauchs. Also wenn ich tagsüber nicht da bin, keinen Strom abnehme, der Speicher ist voll, ich speise dann meinetwegen 800 Watt ins Netz ein. Mhm. Ja, ist die Frage, wie groß ist mein Einsparungsvermögen da, ne? Also da müsst ihr bitte unbedingt prüfen auch für eure Situation, was macht da Sinn, rechnet das durch. Für große Photovoltaikanlagen berate ich, unterstütze ich da auf jeden Fall super gerne. Und wenn ihr da seriöse Angebote braucht, findet ihr die hier auch die Möglichkeit, mein Netzwerk zu nutzen. Unterm Video verlinke ich euch das Ganze zu Anker. Gibt es natürlich auch die hilfreichen Videos hier unterm Video verlinkt. Und wir beide schließen das Ganze jetzt mal an, bauen das hier aufeinander,
zeigen euch das natürlich auch, schließen die Module an und dann wollen wir ein bisschen Strom erzeugen. Na los. Dann lassen wir als allererstes hier nochmal diese Kappe abnehmen und dann können wir das aufeinander stecken. Mhm. Ist eigentlich relativ easy, haben die sich gut überlegt. Das war's schon. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt nichts weiter gemacht, einfach aufeinander gestellt. Das System, haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen, ist IP65, heißt, kann auch draußen stehen, draußen betrieben werden. Und die MC4-Stecker, die sind so designt, dass ihr die auch nicht falsch anschließen könnt. Also jedes Modul hat zwei verschiedene Stecker und jeder Eingang hier hinten hat auch die dementsprechende Gegenseite. Das ist also ganz einfach zu machen, kann man nichts falsch machen. Das Einzige, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass jedes Modul an einen MPP-Tracker kommt und da nicht Module miteinander verbunden werden, nicht in Reihe geschaltet, weil dann die Eingangsspannung zu hoch ist. Und somit könnten hier insgesamt 4 Module angeschlossen werden, ist das korrekt? Genau, ja. Und das zeigen wir euch jetzt und dann zeigen wir euch an der App, wie der Strom fließt. Na los. Genau, jetzt kann der AC-seitige Anschluss vorgenommen werden, das heißt einfach das mitgelieferte Kabel hier einmal anschließen, ist auch alles vorgegeben, mit einer Dichtung dran sogar. Und dann wird das andere Ende natürlich ganz normal in den Schuko-Stecker eingesteckt. Und jetzt kann das System starten. Auf dem Gerät seht ihr auch ein kleines LED-Display und zwei Knöpfe, also einschalten um die Internetverbindung. Kümmern wir uns später nochmal, um euch dann die Live-Daten zu zeigen. Jetzt seht ihr hier gerade, dass der Speicher beladen wird. Hier von innen nach außen ist die LED-Bewegung. Man kann hier auch durch einmaliges Klicken zeigen, wie der Akkustand gerade ist. Also jetzt gerade sind 20%, hier wären es 50% und ganz außen wären es 100%. Diese drei Möglichkeiten sieht man hier. Jetzt schließen wir hier an die seitlichen Eingänge noch die restlichen drei Module an, bringen das Ganze ins Internet und zeigen euch dann die Live-Daten mal in der App. Ja, wie ihr seht, stehen die 4 Module und die haben wir auch angeschlossen. Die Live-Stromerzeugung, die zeigen wir euch dann gleich nochmal. Lässt du das hier stehen? Nee, ich denke, jetzt haben wir erstmal alles aufgebaut und haben gesehen, dass es total einfach geht. Also innerhalb von einer Stunde war alles fertig. Ja. Und jetzt gucke ich, wo ich hier im Garten die beste Stelle ausmitte oder die beste Stelle dafür habe. Vielleicht als Überdachung auf dem Holz oder da vorne auf dem Hügel. Ja. Oder es bleibt zum Teil hier stehen. Welche Ausrichtung haben wir jetzt hier? Du kennst dich ja aus. Da ist Süden. Okay, also im Prinzip, wenn ihr die optimalsten Jahreserträge haben wollt, dann ist Süden hier für dich auch im Prinzip die beste Ausrichtung. Aber je nach Bedarf kann man natürlich auch gucken, Ost-West-Verteilung. Dann hat man über den ganzen Tag die Stromerzeugung dann. Und welche Verbraucher hast du denn hier laufen? Hast du so Grundlasten, die den ganzen Tag über in Betrieb sind? Ich denke, den meisten Strom, den zieht die Brauchwasserwärmepumpe für unser warmes Wasser. Dann ist sicherlich so diese Klassiker, Spülmaschine, Waschmaschine, aber auch Router, die Pumpen der Heizung für Wand- und Fußbodenheizung. Ich denke, dass das erstmal so der Grund ist, der vielleicht damit abgedeckt werden kann. Ja, ist ja spannend. Dann vielleicht auch nochmal ein Folgevideo zu machen hier bei dir, um zu zeigen, wie es dann auch geklappt hat. Ja. Cool. Ja, dann lass uns mal reingehen und dann zeigen wir mal auf der App quasi, was hier erzeugt wird. Mhm. So, ihr müsst die Anker-App öffnen, dann das Gerät natürlich auch hinzufügen. Das wird per Bluetooth gefunden, dann verbindet sich das Ganze. Dann werdet ihr nach einem WLAN gefragt. Da müsst ihr euch dann mit dem WLAN von euch verbinden oder halt per Bluetooth das Ganze steuern. Das machen wir jetzt hier einmal. Gibt es einmal ein Firmware-Update für das Gerät. Ja, jetzt ist das Update fertig und jetzt zeigen wir euch einmal, wie die App aussieht. Ihr habt hier die Übersicht über die verbundenen Geräte. Wenn man nach unten scrollt, dann seht ihr die Erzeugung, die gerade stattfindet, den Akkustand, erstmal auch ganz wichtig, den Strompreis festlegen. Hier haben wir jetzt 40 Cent eingegeben. Warum ist das wichtig? Weil ihr dann den Gewinn ermitteln könnt, der hier auch dargestellt wird, neben der CO2-Einsparung. Wir sehen jetzt 52% ist der Akku aufgeladen, 33 Grad Betriebstemperatur und die Batterieladung wird jetzt hier in der nächsten Grafik dargestellt. Ausgabe ans Hausnetz sind gerade 199 Watt und Eingang am Solareingang quasi 401 Watt. Und ihr habt unten eine Gesamtübersicht über den Solarbetrieb, die Speicherung. Interessant ist jetzt, dass man mit dem Smart Meter, wenn man das verbindet, genau dann einspeisen kann ins Hausnetz, wenn es nötig ist. Und der Rest geht dann halt in die Batterie. Aktuell haben wir hier eine Ausgabe von 200 Watt. Das ist hier oben übrigens auch hinterlegt im
Profil, batteriendefinierter Modus, 200 Watt wird eingespeist. Und das kann man aber auch alles einstellen. Ja, jetzt haben wir euch das ganze System hier gezeigt, wie wir es aufgebaut haben und wie es funktioniert. Wenn ihr da noch mehr Info haben wollt, findet ihr unterm Link natürlich Info noch mehr von Anker, aber auch die Möglichkeit, gerne in den Kommentaren zum Austausch zu kommen. Schreibt mal, wie ihr das fandet, was wir hier erklärt haben. Hoffentlich alles klar, denn Fragen sind auch gerne rein. Und ich hoffe, dass du hier richtig schön Strom erzeugen kannst und dann auch zufrieden bist. Mal gucken, wir können ja noch mal ein zukünftiges Video machen, wo wir auf jeden Fall noch mal darüber berichten. Mhm. Und jetzt sonnige Grüße, bis bald. Ciao. Ciao.